From Nadja Sarah Bay to Iron Maiden Lists, also zu allen Leuten in dem Team, ne? Oder in der ganzen Einrichtung, ich weiß gar nicht. Progress Report 1. Hi all, everything's been moved to the EL facility. I know it's been sad to leave the good old Jeff building behind, but it makes sense for us to be on site, especially as there may be severe power outages in the coming weeks. Arcady's team are already working, but you really don't need to worry about the teams getting in each other's way. The facility is genuinely humongous. Let's get this show on the road. Was sind immer diese random Sachen dazwischen drin? Ich stehe voll auf dem Schlauch. Mailerror.dat. Blah blah. I'll keep this short. You all know me, so you know that I know what I'm talking about. I realize you're all working on projects meant to somehow avert find a solution. I believe that preserve the non-biological components. Not in terms. Immediately you'll find the details of my proposal and the attachment, but the short version is global undertaking. Okay. Beginnings. Okay. Straten of Stegaria on Beginnings fragment. It is the grave error of many philosophers, not only of on the Athenian schools, but also of many others, that they begin not with observation of the cosmos that as it surrounds us, but with the conclusion already in mind. And often that conclusion is that the world was created ideal, and mankind itself the greatest creation of the gods, and mankind itself the greatest creation of the book of the gods. Yet neither the world nor the gods owe mankind's perfection. It is arrogance itself to presume so, and contrary to all the methods of philosophy. The honest philosopher seeks only the truth, even if it bears no comfort, and he must begin by assuming, as Socrates said, that all he knows is that he knows nothing. Also, lasst euch das auf die Zunge zergehen. Lest es nochmal durch. Es ist nicht schlecht geschrieben. Inhaltlich und so, ne? Also, ich weiß Bescheid. Erstmal rumrennen. Ich glaube, ich kann nicht schwimmen. Ich bin ein Roboter. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich in der Demo versucht habe zu schwimmen und es nicht ging, aber ich kann es mal probieren. Ich kann auch nicht runterfallen. Das war ganz schön tief gefallen gerade. Oh ja, das ist ein Baum, das ist keine Oberfläche. Ist das alles eine zusammenhängende Insel? Holy crap! Dead. Also da hinten geht's nicht weiter. Nein! Was war das denn? Ich stehe hier gerade noch so auf der... Achso. Auf der Kante, aber wollte ich gerade sagen, aber es ging ja anscheinend. Hä? Ach, guck an. Voll verlaufen. Erkunden, sich umschauen, schon sehr, sehr interessant alles hier. Behold, I am Elohim, and I speak unto the darkness. Be gone. Danke, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Access data cleared. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ich geh mal hier rein. Ist ein Rätsel. Push it further. Aha. Ein Rätsel mit den netten Teilen. Ach ja, genau, man muss die ja irgendwie...
point at another target. Genau, so war das doch. Geil. Make connections. Yay. Aber da drüben war sonst nichts mehr. Okay. Aber hier ein Sternchen. Kann ich diesem Stern auch blau geben? Nee. Auch rot. Kriegt denn rot her? Irgendwo muss es doch rot geben. Innerhalb des Rätsels. Ich komme ja mit den Teilen nicht aus dem Rätsel raus, ne? Ach, einfach der Musik zu hören ist auch schön. Schöne Musik, muss man wirklich sagen. Kann ich eigentlich durch diese Gitter auch durch? Ich glaube nicht, ne? Können wir mal ausprobieren. Hoppala, du stehst ja hier. So. Genau, kann ich denn... Nein, kann ich nicht. Stimmt, ich konnte nicht da durch. Ich kann deine Farbe auch nicht verändern, ne? Irgendwas übersehen? Ich habe schon gedacht, ob es vielleicht nicht außerhalb des Levels so eine Quelle ist. Es gibt wahrscheinlich außerhalb des Levels die Quelle. Ich muss die irgendwie reinleiten. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es so geht. Ja, irgendwo hier so eine rote Source haben. Denn die blaue ist ja anscheinend nicht funktional genug für rot. Schöne Textur. Gefällt mir sehr. Auch wenn die Teile hier immer gleich geunwrapped sind. Aber gut, passt schon. Ist schon okay. Ich guck nochmal außen. Ich habe jetzt drin jetzt nichts gesehen. Was ist das für ein Bunker? Weiß einer von euch, wann dieses Krisseln immer kommt? Dieses Wut, ob da irgendwas, ob das dafür einen Grund gibt oder ob es einfach nur random zufällig so kommt? Würde mich mal interessieren. Was bist du denn da hinten? Du bist aber schön. Ein Strandball. The answer that came to me again and again was play. Every human society in recorded history has games. We don't just solve problems out of necessity. We do it for fun. Even as adults. Leave a human being alone with a knotted rope, and they will unravel it. Leave a human being alone with blocks,
and they will build something. Games are part of what makes us human. We see the world as a mystery, a puzzle, because we've always been a species of problem solvers. Wo sie recht hat? Auf jeden Fall. Ich bin Spieleentwickler geworden, um genau diesen Durst nach Problemen zu stillen, wobei der ist nicht stillbar. Weil sobald man ein Spiel durch hat, will man das nächste spielen. Ich gehe mal hier rein. Vielleicht muss ich ja... Aha, hier wäre ein rotes. Kann ich das rüberleiten? Das wäre schön, das wäre super, wenn ich das rüberleiten könnte. Jo, die beißen sich, ne? Da muss ich den einen außen rumleiten, würde ich mal sagen. Passt. Yay. Und mir den roten, den müssen wir doch irgendwie... Der muss doch irgendwo platzierbar sein. Ist diese rote Source... Wait. Kann ich nicht auch hier durch, theoretisch? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange wieder her. Na gut. Ich habe den jetzt mal da stehen gelassen, für den Fall das, man weiß ja nie. Ich spiele einfach mal das Spiel jetzt. Ich halte mich schon wieder zu lange am Suchen, obwohl ich glaube, das soll man auch machen, aber andererseits will ich auch das Spiel so spielen, dass ihr da was von habt, ne? Ich meine, das wird nicht die letzte Aufnahme von diesem Spiel sein. Das heißt, geht einfach mal davon aus, dass ihr in den Kommentaren die Chance habt, mir zu sagen, wie ich denn das Spiel weiterspielen soll. Ob ich dann aggressiv suchen soll oder es lassen soll, das Suchen. Und stattdessen einfach mal rumlaufen und sagen, ach, Pech. Aber nicht spoilern. Das ist wichtig. Nicht spoilern. Ich will das Spiel gerne erleben, ohne zu wissen, was da kommt. Wenn ihr das Spiel schon kennen solltet, natürlich. Wo führt denn dieser Weg hin? Hier entlang. Ah, bin ich hier nicht vorhin runtergefallen? Ist nicht hier irgendwo der Startpunkt? Nö, komisch. Hä? Bin ich denn hier? Startpunkt müsste doch bald irgendwo kommen. Ach was, ich komme hier runter? Ich dachte, ich komme nicht bis da runter. Ich bin schon ziemlich weit unten. Ich glaube, weiter runter geht nicht, ne? Geht nur noch hoch. Oder? Ja, hoch geht. Hoch geht anscheinend irgendwie immer. Ja. Krass. Ja, weil das sieht auch so skyboxig aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da nicht hin soll. Da ist eh nichts, kein Rätsel, kein gar nichts. Das ist nur Welt, Welt, Welt. Schöne Welt, aber nur Welt. Nichts, was man erkunden kann. Im klassischen Sinne, wo bin ich denn hier?
Nein, bleib mal hier oben drauf stehen. Was geht bei dir ab? Komischer Roboter-Typ.